Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von Kailabs und das ist Tag 12 von 14 Tage Cubase. Ich bin selbst überrascht, dass wir schon so weit sind und es macht weiterhin Spaß, mit Cubase zu arbeiten. Also man könnte auch sagen, inzwischen macht es Spaß, ja. Und ich will heute mal etwas ausprobieren, was ich mir jetzt gar nicht so richtig gut angesehen habe in einem Video, aber von dem ich glaube, dass es nicht ganz unwichtig ist. Und zwar ist das die sogenannte Arranger-Spur. Was ist die Arranger-Spur? Naja, du kannst damit bestimmte Teile deines Songs kennzeichnen und dann sagen, okay, das ist Teil XY, das ist Teil so und so. Und dann kannst du festlegen, wie oft was wann gespielt wird von diesen Teilen und auf diese Art und Weise deinen ganzen Song umstrukturieren, je nachdem, wie du gerade lustig bist. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Das erinnert mich sehr an den Songmaker in MPC-Software, ja. Die ist ja auch nicht ganz schlecht, sagen wir es mal so. Also der Songmaker ist wirklich eine tolle Geschichte. Aber hier kannst du offensichtlich etwas Ähnliches machen. Deshalb bin ich einfach mal selber sehr gespannt. Ich habe es mir ein Video oder sowas dazu gestern oder so angesehen. Also insofern hoffe ich, dass meine Erinnerung mich nicht total trügt und es dann irgendwie schon funktioniert. Schauen wir uns das Ganze an. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, damit das Ganze nicht so lange dauert, habe ich also hier erst einmal eine Rhythmusspur und eine Akkordspur. Ja, also was heißt ja eine Rhythmusspur, ne? Also hier mit dem Groove Agent und die Akkordspur habe ich hier einfach mit der Chord Track gemacht, zusammen in Zusammenarbeit mit den Chord Pads. Das ging sehr einfach, aber ich habe tatsächlich nur die ersten vier eingegeben, danach habe ich das einfach kopiert. Wahrscheinlich hätte man es noch einfacher machen können, keine Ahnung, aber so war das jetzt einfach auch möglich. Und die Akkorde spielen sich ganz schön. Das Ganze, siehst du, sagt er, okay, das ist eine Mischung zwischen C-Dur und D-Dur. Aber wenn man genau hinschaut, weiß man, dass man da eine A-Moll-Blues-Tonleiter drauf spielen kann. Und das werde ich dann auch tun. So, und was wir jetzt im ersten Schritt machen müssen, ist erst einmal ja, noch ein bisschen mehr Musik da rein arbeiten und dafür habe ich zwei unterschiedliche Instrumente. Schauen wir mal hier. Machen wir das mal kurz raus. Da habe ich hier also hier ein, ja, so eine Art Rhodes, so ein elektronisches Piano. Ja, also klingt schon mal ganz gut, ne? Und dann habe ich was geradezu Sensationelles für mich gefunden, finde ich zumindest. Ihr wisst, ich nutze normalerweise für Saxophon hier etwas von, ja, der, von X-Band 2. Und hier in diesem Fall kann ich aber tatsächlich hier aus dem Standard von Hellion was nehmen, also Hellion Sonic auch, ja. Also das heißt, jeder, der am Ende Hellion Sonic hat, wird auch dieses Instrument haben. Und zwar ist das ein Growling Saxophon, Alto Saxophon. Also ihr merkt, das klingt schon ziemlich cool und insofern können wir damit eigentlich ganz gut arbeiten an der Stelle. So, und wir müssen jetzt einfach verschiedene Teile unseres Songs dort basteln und dann wird das schon ganz gut werden, sage ich mal. So, das heißt mit anderen Worten, Moment, ich spiele euch erstmal vor, wie es in der Grundversion ohne die begleitenden oder ohne die Hauptinstrumente eigentlich klingt, ja. Also schon mal nicht schlecht.
kann man eigentlich ganz gut mitarbeiten, denke ich mal. Und insofern, ja, also was machen wir jetzt? Wir machen als erstes eine Art Begleitspur, aber wir müssen halt darauf achten, dass wir verschiedene Teile dafür machen. So, das heißt, mit anderen Worten, wir gehen jetzt her und wir machen jetzt keine Wiederholung als solches, wie wir das sonst haben, sondern das sind jetzt quasi nur Punch-in und Punch-out. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir werden mal sehen. Angeblich, also zumindest ich glaube, dass das so funktioniert. Ja. Okay, also den ersten, obwohl machen wir es doch mit der Wiederholung, dann kann ich nämlich mich darauf einrichten. Mir jetzt nicht so gefallen. Ich überlege gerade, ob ich es größer machen soll. Nee, mache ich lieber nicht. Aber es wird schwierig. Es wird schwierig, das in 4 Takten zu erledigen. So, jetzt haben wir das reingespielt und ihr wisst, was jetzt passiert. Jetzt gehe ich nämlich hierher, selektiere erstmal die Spur, wo das stattfinden soll, bewege das in den Anfang und sage ihm jetzt, ja, ich möchte gerne retrospektiv das, was ich da eingespielt habe, haben. Und zwar den ersten Teil, nicht den zweiten. Okay, das sieht nach nicht viel aus. Schauen wir mal, wie es sich anhört. So, also das hat schon mal funktioniert. Eigentlich können wir jetzt auch schon anfangen, das Ganze aufzuteilen. Das heißt mit anderen Worten, ich werde jetzt hier schauen, dass ich eine Arranger-Spur dazu packe. Genau, also das heißt im englischen Interface, ihr habt wahrscheinlich ein deutsches, Add Arranger Track. Also hier passiert noch nicht viel, weil ich natürlich noch nichts gekennzeichnet habe. So, ich kann also jetzt diesen ersten Teil, den ich gespielt habe, zum Beispiel als Intro oder als Einstieg oder wie auch immer. Ah, nehmen wir es Einstieg, genau, ist ja egal. Wir müssen sie jetzt nicht so benennen. So, ich glaube, ich muss dann hier zum Einzeichnen, genau, hier diesen Zeichenstift nehmen. Und jetzt kann ich das wohl benennen, ne? Nee, so war das nicht gedacht. Ich würde es ja gerne... Ah, es ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ah, hier. Genau. Einstieg. So, da haben wir also den Einstieg. So, dann mache ich jetzt erstmal so ein... Ja, Teil, der jetzt so ein bisschen wie eine Strophe aussieht. Ja, also ich meine, letztlich wird der Bass kaum anders sein, aber wir probieren das einfach mal. So, wie lang soll die Strophe sein? Machen wir sie mal hier. So lang, denke schon. Ist ein bisschen komisch, weil da so ein Zwischenteil drin ist hier im Rhythmus, aber ist ja auch egal. So, das nennen wir jetzt Strophe.
Und dann machen wir einen Zwischenteil. Nennen wir es einfach Zwischenteil, ja. Okay, Strophe und dann machen wir einen Chorus. Vielleicht ist der Zwischenteil zu lang, aber egal, das ist mir jetzt auch egal. So, und dann machen wir einen Chorus. Zack. Yay. Und dann ein weiß nicht was. So, jetzt seht ihr, dass hier unten schon die Teile hier alle sind und das kann man dann später nutzen, um so eine Arranger Chain hier zu machen. Aber da kommen wir noch zu, weil wir müssen natürlich erstmal die Teile einspielen. So, also jetzt gehen wir als nächstes hin und müssen hier in unseren Hellion hier zurück. Und jetzt natürlich diese Strophe machen, ne? So, und da könnte man vielleicht. Na, das wird zu sehr aus dem herausragen, was ich vorher gemacht habe. Also ich muss es schon ein bisschen näher in diese Richtung machen. Vielleicht eher vom A ausgehen, weil es ja A-Moll ist. Das ist jetzt nicht mehr Vielleicht so in dieser Art vielleicht, okay. Dann spielen wir das einfach. Naja, das ist falsch, an der falschen Stelle. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir das nur noch richtig ausrichten hier. So. Und dann den entsprechenden Zack. Genau. Und wir nehmen den letzten hier drin. Oder? Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ne, das war der falsche. Also der mittlere. Thank you.
Okay, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann machen wir also den nächsten Teil. Das ist der Zwischenteil. Könnte man machen. Das war nicht das, was ich wollte. So, nochmal. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder das Ding, dass das ein bisschen, also dass er jetzt sozusagen ein fast leeres Teil geschaffen hat. Macht aber nichts. Nehmen wir auch gerne. Zack. So, dann nehmen wir natürlich nicht den letzten, sondern den vorletzten deshalb. So, das ist also jetzt das Zwischenteil. Müssen wir uns jetzt nicht nochmal anhören. Ich gehe jetzt einfach mal das One aus, dass es passt. So, und der Chorus. Ja, das ist jetzt. So in dem Bereich, so etwa, könnte ich mir das vorstellen. Also natürlich ein bisschen anders, das Ganze. So, ah, nee. So. Ist jetzt aber schon richtig eingestellt, was ja auch nicht schlecht ist. Jawohl. Und auch das kriegen wir jetzt natürlich von unserer retrospektiven Aufnahme geliefert. Und auch da müssen wir natürlich, oh, den ersten nehmen. Ich dachte, ich hätte mehr aufgenommen. So, jetzt haben wir den Teil. Und jetzt kommt keine Ahnung. Könnte so in diese Richtung gehen, oder? Also schön. Ich weiß natürlich nicht, ob das reinpasst, aber ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, wir können das so ein bisschen vorlaufen lassen, dann habe ich nicht so viele Probleme. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Also das ist jetzt alles nur improvisiert, Leute. Also es geht eigentlich nur darum, sowas zu schaffen, mit dem man dann quasi arrangieren kann oder auch nicht. Wir werden sehen. Und bei der Strophe.
So hoch. Warum nicht? Ja, das war jetzt völlig an der falschen Stelle. Also ich wüsste gerne eine Möglichkeit, dass das Ding genau dorthin springt zu diesem Marker. Das wäre, oder warte mal, vielleicht wenn ich das hier mache und dann auf den hier klick, nee. Das geht gar nicht, schade. Aber wir können es ja vorlaufen lassen. Hat ja gewisse Vorteile. Okay, also wichtig ist, diese Spur zu selektieren. Und dann können wir hier dieses Teil hier reinpacken. Und da haben wir diesen Teil, die Strophe. So, den Zwischenteil lassen wir das auch weg. Und machen den Chorus noch mal mit dem Saxophon. Der Chorus muss ja ganz anders sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das ein paar Mal durchspielen, bis ich irgendwie den richtigen gefunden habe. Schauen wir einfach mal. Okay, ich bin jetzt eigentlich von dem ersten Versuch ganz angetan, sagen wir es mal so. Es kann sein, dass wir hier den Bass, also das Rhodes-Klavier oder E-Piano ein bisschen runterregeln müssen. So, und zack, da ist es. Und was nehmen wir hier? Den ersten gleich. Yeah. Und dann gehen wir für den letzten Teil nochmal hin. Da muss ich nochmal schauen, was wir hier machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen werde. Schauen wir einfach mal. Das war gleich richtig, also finde ich zumindest. Und dann schauen wir mal. Das könnte jetzt spannend werden, denke ich. Okay.
Auch wieder der erste, genau. So, und das ist jetzt, wenn wir jetzt in die Arranger-Spur gehen, dann seht ihr, dass jetzt quasi das hier, wenn man das einfach normal durchspielt, das ist also das, was dann gespielt wird, soweit ich weiß, also soweit ich das verstehe. Kann man das jetzt irgendwie spielen? Ich weiß es nicht. Was passiert denn dann? Ach so, ich muss das mal aktivieren. So war das. Keine Ahnung, wo das wieder passiert. Aha. So, jetzt ist er aktiviert. Genau. Und jetzt müsste das genauso gespielt werden. Aber ich meine, das ist natürlich genau das, was wir hier haben. Deshalb bin ich mal der Meinung, wir spielen den Zwischenteil nochmal hier. Nehmen nochmal einen Zwischenteil und spielen den trotzdem nochmal hier. Dann sehen wir das eventuell. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja. Wow. Also, es hat jetzt nicht alles hier gepasst, das muss man eindeutig sagen. Also, die Übergänge bei einem, also besonders bei einem Teil, dachte ich so, ah, das ist, der Sax-Übergang war jetzt nicht so gut. Aber das kann man ja im Grunde genommen nachträglich noch editieren, ja, jederzeit. Und dann passt das dann am Ende. Also mir hat es jetzt echt gut gefallen, was ich gemacht habe. Also ich mag meistens die Dinge, die ich mache. Und es ist mir ehrlich gesagt immer egal, was andere sagen. Das war also Tag 12. Ja, also wir können jetzt gleich mal hier rüberschalten. Und mein Fazit für Tag 12, also die Arranger-Spur, war überraschend einfach, und damit zu arbeiten. Ja, es gibt so ein paar Dinge wie das Ding zu aktivieren und sowas. Das ist natürlich, ja, das muss man herausfinden. Dafür gibt es ja auch genügend Videos, die man sich anschauen kann. Also insofern, ich denke, das war für Cubase-Verhältnisse sehr handzahm. Haben sie gut gemacht, finde ich, bei Steinberg. Und ja, ich habe übrigens heute die Sache da beantragt mit dem Competitive Upgrade. Also das heißt nicht, dass ich es gekauft habe, sondern ich habe einfach nur gesagt, okay, ich werde ja quasi noch weitere zwei Sendungen machen, und dann
werde ich am Ende eine Entscheidung treffen und dann sollte das eigentlich schon vorliegen und die sagen, bis zu 2 Werktage kann das dauern. Wahrscheinlich auch länger, weil wahrscheinlich jetzt, sagen wir mal, mehr Leute sich hier drauf einschießen und sagen, wow, das ist ein tolles Teil, Cubase. So, also für heute reicht es erstmal. Tag 12 hat mir gut gefallen, gab keine Ausfälle, gab keine Probleme. Ich hatte viel Spaß mit dem Saxophon. Ja, also das elektronische oder elektrische Piano ist jetzt nicht besonders toll oder sowas. Ich habe da viele und viele klingen gut und das klang hier jetzt auch gut. Das war von dem FM-Synthesizer vom Halion. Aber wo ich wirklich gesagt habe, Mensch, dieses Saxophon mit diesem Growl, also diesem Brummen da so ein Stück weit, das ist schon nicht schlecht. Okay, also Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und wir sehen uns dann für Video Nummer 13, also Tag 13. Das wäre dann morgen. Bis dahin, tschüss.